Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Sale Trader NFP Live Trading bei FX Flat. Mein Name ist Enzo Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich natürlich, dass Dirk heute wieder mit uns das Webinar veranstaltet und wir schauen uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das bleibt auch so. Okay, so Dirk, diese Woche können wir uns nicht über zu wenig Wohler beschweren, aber mal schauen, was der heutige Tag so bringt. Und deswegen wünsche ich natürlich viel Erfolg, viel Spaß und übergebe sehr gerne den Bildschirm. Wir können uns vor allen Dingen nicht über zu wenig Webinare beschweren, derzeit insgesamt. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den man halt mal irgendwie unterstreichen kann. So, gut. Okay, bin ich schon da? Ist mein Bildschirm schon da? Nein. Nee? Jetzt. Jetzt, ne? Ja, okay, sorry. So, jetzt war ich ja fast vollständig aus dem Konzept. Also, dann erstmal Tag, hallo und herzlich willkommen aus Köln von meiner Seite heute zu den allmonatlichen NFPs. Ich frage mich ja wirklich, ne, ob hier keiner irgendwie mal in Sommerurlaub fährt. Da ist genauso viel los. Naja, gut, fast, ne, wie immer. Meine, freut uns natürlich. Und ich glaube, es werden auch jetzt noch ein paar mehr, wenn wir jetzt erstmal angefangen haben. Und ja, also dieses, ich habe es ja gerade schon gesagt, ne, irgendwie momentan ist ja irgendwie dauernd Webinar. Ich mache irgendwie sonst gerade gar nichts mehr anderes gefühlt. Und deswegen werde ich auch heute halt jetzt mal versuchen, das mal ein bisschen kürzer zu machen und nicht nochmal irgendwie so eine Stunde überziehen, muss glaube ich nicht sein. Also irgendwann ist auch, glaube ich, die Aufmerksamkeit dann auch so ein bisschen weg. Ich fange jetzt mal direkt hier an mit dem DAX. Wie man sieht, ich habe hier eine Position offen und will auch mal ganz kurz erklären, wieso. Ich habe auch vorhin ja auch in der Gruppe geschrieben, dass ich den jetzt nochmal mache, den Long im DAX. Vorhin schon mal irgendwie bei der 11.939. Eigentlich wollte ich halt mal ganz da hoch. Da hat er aber irgendwie nicht so wirklich Lust drauf gehabt. Deswegen versuche ich das hier ein zweites Mal. So, und nicht unbedingt auf Biegen und Brechen gegen den Trend. Darum geht es überhaupt nicht. Die Frage ist sowieso mal, was ist gerade Trend oder in welcher Einheit bewegen wir uns da gerade? Und jetzt könnte natürlich, und das will ich halt auch echt mal nicht verschweigen und hier auch wirklich auch mal ansprechen. Ich sehe immer so oft irgendwo, gerade speziell bei Facebook, dann da werden ständig irgendwelche Trades gepostet. So, guck mal, ich bin hier long gegangen, ich bin da short gegangen, ich bin so ein toller Trader. Und deswegen bin ich da halt immer so ein bisschen allergisch drauf. Und bei mir ist ja hier genauso, ja, könnte man jetzt auch sagen, so irgendwie, ja, da kommt mit dem Trade erst schon wieder im Plus. Und könnte ich jetzt zumachen, hätte schon wieder irgendwie hier 5 Punkte oder 10 Punkte verdient. Jetzt muss ich aber auch mal ganz klar zeigen, ja, das war der Versuch davor, ja, und das war ein anderer Versuch davor. Und deswegen ist echt so, das hat jetzt vielleicht mit NFPs nichts zu tun, aber generell so irgendwie bei nachträglich gezeigten Trades nie, also es ist echt so mein Rat, nie was drauf geben und immer irgendwie fragen, was waren eigentlich vorher? Und bei mir war es halt hier jetzt, wie gesagt, ja hier genauso, ne? Der ist halt erstmal eben rausgeflogen hier oben und ich bin aber unten nochmal rein. Also jetzt nicht, weil ich hier biegen und brechen das Ding da halt irgendwie nach Norden bringen will, sondern einfach von, der Grund ist ein anderer. Also A ist das, was halt hier an Bewegung abgeht. Ja, also jetzt hier im, also das jetzt hier nur mal am Rande, ne? Das heißt, kann auch genauso gut immer alles ganz anders sein. Ich könnte auch hier eine Kurve haben, die ganz nach unten geht und die habe ich dann mit dem letzten Rest von meiner Kohle eine Position eröffnet und sagt dann, hey, guck mal, ich bin der Held. Ne? Aber gut, das nur mal am Rande. Trotzdem finde ich das nicht unwichtig. Deswegen versuche ich es auch immer so transparent wie möglich bei allem ja auch dann zu halten. So, aber warum long? Also zum einen es sind halt solche Geschichten hier, wie wir es halt hier haben. Das ist so ein Runtergequäle. Ja, wird immer wieder gekauft da unten an der Stelle. Aber es ist halt wirklich so ein Gequäle. Und ganz oft ist es halt bei News, egal welche, tatsächlich eben so, dass halt, wenn es zu den News selber hochgeht, dass es halt vorher echt so mit Gewalt irgendwie unten gehalten wird, habe ich schon ganz oft beobachtet, ja.
Und das ist aber jetzt nur ein Indiz. Ja, das heißt, und das ist auch natürlich nur meine Meinung. Und wer mich so ein bisschen kennt, der kennt auch meine Einstellung zur Meinung. Meinungen interessieren mich nicht, weder die von anderen, aber auch nicht meine eigene. Ja, nur weil ich jetzt der Meinung bin, das könnte so sein, das ist total egal. Und ich habe ja halt auch im Blog ja auch heute Morgen geschrieben, ich will eigentlich runter zu 840. Wenn ich aber dann sehe, dass halt hier immer so direkt wieder gekauft wird und hier keine neuen Tiefs kommen. Und da muss ich da halt mal irgendwie genau hingucken. Und das war eben vorhin auch schon der Fall. Und deswegen habe ich halt hier jetzt auch mal gesagt, okay, ich mache jetzt hier nochmal einen Long auf. Ich habe da auch jetzt schon, ein Teil ist schon hier oben rausgegangen, eben bei dem ersten Anlauf. Das heißt, das ist nur noch die Hälfte drin. Und wenn ich jetzt hier in den Stop-Loss fliege, und dann ist das halt eine Nullnummer, ja. Und deswegen auch jetzt nicht weiter tragisch, natürlich dann doof, wenn es so ist. Aber es ist dann halt trotzdem verschmerzbar. Aber die Chance, dass das halt hier auch einmal jetzt wirklich ruckartig nach oben geht, ich halte die für nicht so klein. Wie gesagt, wegen dem, was wir halt hier haben, das sieht man ja ganz deutlich. Also hier nach dem, eigentlich ist das so ein bisschen Abschlussbewegung, die wir hier hatten, 5-Minuten-Kerze, die war ja fast irgendwie, keine Ahnung, 80 Punkte lang. Ich sehe es jetzt nicht ganz genau. Und dann halt irgendwie hier hoch und dann der nächste Dip gekauft, dann keine neuen Tiefs und hier kaum drunter und den letzten Dip wieder gekauft. Jetzt stehen wir wieder an der Stelle. Und wie gesagt, das ist natürlich so eine Sache, wo das ist das eigentliche Trader, was du siehst und nicht, was du denkst. Ja, sondern das sehe ich jetzt halt. Und das kann ich ja halt auch nicht ignorieren. Und das ist halt mal der Ansatz. Die andere Sache ist halt die, also abgesehen davon sind wir hier gerade echt am VAL, eben auch am Value Area Low hier im DAX Intraday. Und das ist natürlich nochmal ein Grund irgendwie, der mit dazu kommt. Stop habe ich hier mal ein bisschen weiter. Die Position ist, wie gesagt, schon halbiert. Und falls jetzt hier irgendwie noch ein kleiner Spike kommt, und dann würde ich das halt an der Stelle erstmal mitmachen. Aber tiefer jetzt nicht unbedingt. Im Zweifelsfall, wie gesagt, geht es dann halt eben hier mit Minus beziehungsweise mit einer kleinen grünen Null dann halt eben raus. Das ist aber noch in Ordnung. Und wenn ich jetzt hier auch nicht weit genug weg bin, jetzt hier um 14:30, dann würde ich sogar auch nochmal die Hälfte da rausnehmen, um das Risiko halt auch nochmal zu verkleinern. So, was ist der Grund? Geht dazu hier mal auf den Daily. Generell natürlich unübersehbar Short seit gestern, aber wir sind halt hier, und das sollte man auch nicht wirklich ignorieren. Wir haben halt hier die letzte Abwärtsbewegung, bevor es da richtig runtergerauscht ist beim letzten Mal. Und die wurde gekauft. So, und dann haben wir hier natürlich genau einen Punkt. An der Stelle, mal nach dem Ansatz, wo ich es ja halt auch mache. Das heißt, hier war halt mächtiger Verkäufer halt noch am Start und das Ding wurde hier zurückgekauft. So, dann hier einmal bestätigt. Das hat er zwar jetzt eigentlich schon gemacht, ja. Aber nichtsdestotrotz war das halt auch jetzt so das letzte große Kauflevel hier an der Stelle. Ja, jetzt von dem natürlich mal abgesehen, von dem ganz hier unten. Aber das war halt dann so die Bestätigung. So, hey, wir machen hier weiter, wir kaufen das Ding. Die waren hier. Das kommt halt einfach da hinzu. Und dann sind wir hier, wenn man sich das mal noch anguckt, auch entsprechend, na, habe ich das hier oben aus? Ja. So, dann haben wir außerdem hier noch die Geschichte. Und hier haben wir halt den größten Außenstab, auch im Tageschart hier an der Stelle. Und der liegt dann knapp bei der 12.000. Und das deckt sich wiederum auch mit was anderem. Also ich bin eigentlich schon recht sicher, dass das heute nochmal kommt. Die Frage ist jetzt nur, ob es ohne Umweg kommt. Das ist natürlich immer der entscheidende Punkt. Und deswegen muss man natürlich auch vorsichtig sein und darf nicht sagen, ja, bin ich mir eh sicher, aber ich meine, wenn es jetzt hier einen Umweg gibt über 200 Punkte in den Süden und dann da hoch, da kann ich mich nachher auch hinstellen und kann sagen, siehste, ich recht gehabt, aber das kann man ja so nicht handeln. Und das heißt, da glaube ich halt einfach diese 983, beziehungsweise dann halt eben auch knapp über der 12, dass die halt schon nochmal versucht werden sollte, die zurückzukaufen. Hinzu kommt natürlich der Dow, den ich natürlich auch noch gleich zeige, der auch gerade irgendwie keine neuen Tiefs macht und sich da halt irgendwie wacker über der 500, über 26.500 hält, könnte halt auch nochmal eine Rolle mitspielen. Was mir im Stundenchart dann außerdem noch fehlt, und das ist hier oben die Geschichte, ich habe jetzt hier nicht zu viel vorbereitet, ich werde gleich noch ein bisschen was nachholen hier, die 12.004, wenn man sich das mal anguckt, oder auch generell meinetwegen 12.000, wir haben hier oben die letzten Supports,
an der Stelle über mehrere Stunden, der dann halt hier auch gebrochen wurde, da fehlt der Backtest. Und das wäre halt auch natürlich wieder der Klassiker, einmal da oben hin und dann halt wird es da halt ein bisschen Gegenbewegung geben und dann kannst du erst noch mal ein Stück runter. Ja, und jetzt mit bisschen Glück, ich mag den Begriff eigentlich nicht, ja, aber das hier ist jetzt erstmal so eine Unentschiedenstelle. Das ist jetzt nur halt gestützt durch das, was ich vorhin gezeigt habe. Und ich meine, mehr als 50-50 haben wir im Endeffekt sowieso nicht. Und aber es könnte jetzt halt einfach sein, dass wir einen Impuls kriegen und der die ganze Geschichte jetzt einmal nach oben befördert auf die 12.004. Und das wäre dann halt für mich jetzt erstmal auch der nächste Short Entry da oben, wo man halt auch nochmal versuchen könnte, irgendwie die Nummer dann halt, beziehungsweise den DAX an der Stelle short zu begleiten. Außer er macht jetzt wirklich was völlig Verrücktes und rennt halt einfach an einem Stück hier oben drüber, gleich hier bis ans Tageshoch. Möglich ist alles. Ich meine, der Markt ist unfassbar volatil im Moment und da sollte man einfach auch mit allem rechnen. Und was natürlich da auch ganz wichtig ist, gerade wenn es so volatil ist, wie es gerade halt irgendwie der Fall ist, darf man nicht den Fehler machen, und da halt irgendwie mit einem festen Stop-Loss, wenn man sagt so, ja, 10 Punkte, mehr mache ich im DAX nie, das funktioniert nicht. Nicht bei der Vola, die wir jetzt hier irgendwie halt gerade haben. Und wir liegen hier im, das ist jetzt hier wahrscheinlich gerade durch einen Reload irgendwie ein bisschen eingefroren, so, jetzt sieht man es da unten. Die ATR, da sieht man halt, wo wir da halt irgendwie gerade liegen. Bei 17, ja, liegt jetzt hier die durchschnittliche ATR 14 im M5. Das heißt, im Durchschnitt ist eine 5-Minuten-Kerze schon 17 Punkte lang gerade. Und das ist für einen DAX überdurchschnittlich viel. Und darauf muss man sich halt einstellen, weil das ist ja mein Indikator für die Vola. Und wenn ich normalerweise eine ATR habe, die ja nur dann irgendwie halb so hoch ist, und ich mache jetzt hier mal, weil das ist mir jetzt ein bisschen zu knapp, wo man wo die Vola nur halb so hoch ist, ja, also bei 7, glaube ich, liegt die im Schnitt 6 oder 7. Das heißt, wir haben hier sogar fast das Dreifache an Vola. Und da kann ich nicht, wenn ich irgendwie mit einem normalen Stop von 10, wenn das halt normalerweise passt, das liegt ja dann halt irgendwie fast bei der doppelten ATR. Und dann muss ich das jetzt ja auch genauso rechnen, ja. Das heißt, da muss ich halt auch hingehen, kann sagen, muss sagen, okay, ich habe eine ATR, also eine Vola im M5, die im Schnitt eben bei halt 16 liegt, macht das doppelt und dann brauche ich ja einen Stop von 30 Punkten. Drunter brauche ich überhaupt nicht anzufangen. Und das ist dann halt ansonsten für meine Begriffe reines Zocken, weil da werde ich sowieso einfach nur abgefischt. Das bringt nichts, ne? Und auch jetzt hier, eigentlich ist auch das gemessen daran auch ebenfalls zu knapp. Eigentlich müsste ich hier auch die 30 Punkte machen, aber ich lasse den jetzt trotzdem erstmal an der Stelle hier stehen und würde ansonsten im Zweifelsfall, wenn er zum Beispiel hier nur einen Piekser runter macht und da halt nichts mehr nachkommt, würde ich dann halt im Zweifelsfall einfach nochmal reingehen. Und vor allen Dingen, ich will jetzt diese Position hier auch tatsächlich nicht ganz verschenken, weil es jetzt irgendwie auch schon ein bisschen da gedauert hat an der Stelle. Und aber das hat eben mal so der Hintergrund davon. Also was ich glaube auch wichtig ist, gerade für Anfänger, das halt mal zu verstehen, eben den Zusammenhang mit der Volatilität und dem Stop-Loss, wie man da halt auch am besten eben rangeht. So, ich mache mal noch ein Stück raus. Und dann ist das Ding jetzt tatsächlich endgültig hier auch safe. Jetzt kann ich auch den Stop weiter zurückziehen. Und weil ich auf jeden Fall vorne liege, hier mit insgesamt 60 Punkten sogar von der ganzen Skaliererei, sieht man jetzt im Hintergrund. Und da kann überhaupt nichts mehr passieren jetzt. Auch wenn ich jetzt hier unten rausfliege, dann bin ich immer noch mit 30 Punkten plus, komme ich da halt aus der Nummer raus. So, wir haben noch 30 Sekunden, bis die News kommen. Wie üblich, ich gucke mir nicht an, welche Zahlen wir haben oder was da jetzt halt irgendwo da halt prognostiziert ist, weil das beeinflusst mich jetzt erstmal auch nur im Denken, weil beziehungsweise halt in meiner Entscheidung, weil nach Logik vorgehen funktioniert sowieso nicht. Und News sind eben immer nur ein Grund dafür, warum, dass sich was bewegt. Aber da irgendwie eine Logik ableiten, funktioniert für meine Begriffe halt nicht. Ich So. versuche halt immer nur herauszufinden, wo die Interessen halt liegen und das halt dann auch irgendwo aufeinander abzustimmen. So, den DAU halten wir hier mal im Auge. Der macht ganz kleine Bewegungen nach oben, beziehungsweise tritt auch eher so ein bisschen auf der Stelle. Nelson, du wolltest was sagen. Ja, die Zahlen sind circa wie erwartet gekommen. Also Okay. 164 zu 165. Ja. Das ist dann schon so ein Indikator, den man nutzen kann, ja, wenn halt irgendwie die Erwartung ungefähr getroffen ist.
dann hat man meistens auch die wenigste Bewegung. Ist eigentlich immer nur umgekehrt, wenn es dann halt irgendwie die Erwartung völlig andere war oder deutlich über- oder untertroffen ist, dann hat man eine größere Bewegung, weil natürlich halt einige hingehen und da halt mit Logik da halt irgendwie dann ihre Entscheidungen treffen und dann natürlich dann irgendwie auch mal ganz schnell revidieren müssen, was sie da halt vorhatten. Und dann hat man natürlich aufgrund dessen, wegen dem Ungleichgewicht von den Positionen und Orders, die dann halt in den Markt kommen, hat man natürlich dann halt erstmal ein bisschen mehr Bewegung. Aber das hier könnte jetzt einfach, also wie gesagt, die logische Richtung jetzt vom Bild her, ja, was ich die ganze Zeit habe, jetzt nicht von den Daten her, wäre halt jetzt unverändert, dass wir einmal halt nach oben laufen. Das wird jetzt Aber schon halt Sinn machen und es gibt jetzt auch dann zumindest keinen Grund, warum nicht. Bitte? ja, ich sprich Nelson? zu Ende. Ich wollte nur sagen, durchschnittlicher Stundenlohn, worauf auch immer gerne geguckt wird, ist tatsächlich höher. Also das sollte eher positiv sein. Ja. Von mir aus. Also, ist jetzt nicht doof gemeint, das weißt du aber, glaube ich, auch, Ich ne? weiß, nein, nein, es ist Ja. für alle, die irgendwie sich dafür interessieren. Ja, klar. Nein, aber so, ich habe es halt auch schon ein paar Mal gemerkt, wenn man da irgendwie drauf eingegangen ist. So, dann halt irgendwie, ich bin ja auch nur ein Mensch, ja, und man fängt logischerweise an zu denken. Und weil das klar, dass der Menschenverstand sagt einem ja, das sind ja gute Nachrichten, ja, und man assoziiert das ja dann automatisch auch natürlich mit einem positiven Ergebnis, das sich dann halt hier in den Kursen dann halt auch widerspiegeln sollte. So, das ist ja halt so ein Automatismus, der ja dann halt im Hinterkopf dann einsetzt und der beeinflusst einen halt nur, ne? Also deswegen geht mir natürlich genauso, deswegen gucke ich da am liebsten nicht drauf. Nicht, weil ich alle doof finde, die das machen, um Gottes Willen, sondern weil ich einfach weiß, mich beeinflusst es und das hilft mir nicht bei dem, was ich halt handle. So, aber ich glaube hier, wenn da jetzt nicht innerhalb von 2,5 Minuten, also hier ein bisschen deutlicher Bewegung reinkommt, und dann kann man sich das wahrscheinlich dann hier auch schenken. Aber oft ist ja so, dass dann halt auch erstmal ein bisschen hin und her wackelt und dann gibt es nachher doch mal einen Schub in Richtung XY. Und deswegen, das sollte jetzt natürlich dann auch irgendwann kommen, weil hier dieses 20 Punkte rauf und runter, da hatten wir heute schon mehr. Nein, Lutz, ich will den Cut nicht haben. Genau. So, dann hier. Wer ist eigentlich NN? Ich lese immer nur hier NN. Ach, die Natalia. Ach so. Die 12.004, die habe ich doch gerade erklärt, woher die kommen. Einfach hier aus dem ja, guten Abend. Wo sitzt ihr denn alle? Sind da der Marco? Bist du in Asien? Sitzt du in Hongkong oder Shanghai oder irgendwo am Tresen gerade? So, 495, der Dow geht ein bisschen runter. Passt. Lass den mal machen. So, die 12.04, ganz einfach, das war der letzte Support hier oben, wo er einfach durchgerutscht ist. So, das ist alles. Und der sollte irgendwann mal früher oder später noch bestätigt werden. Und mir wäre es natürlich am liebsten jetzt. Aber kann auch sein, dass halt irgendwie jetzt erstmal nochmal eine Biege da unten machen, dass es halt später kommt. Kann auch genauso gut sein, dass es am Montag kommt. Ne? Klar, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, das ist nicht so ganz gewiss jetzt hier an der Stelle, wie ich es gerne hätte. Deswegen habe ich auch hier die Position schon heftig verkleinert. Und aber halt, es wäre möglich. Ja? Nur wie gesagt, wenn wir jetzt hier noch tiefer kommen, dann ist irgendwann natürlich mal gut. Der Dow macht auch irgendwie gerade die Flatter auf 475, sehe ich im Hintergrund. Zu dem gehen wir auch gleich mal rüber. So, ich gucke mir das hier trotzdem mal noch ein bisschen näher an. Hier Stundenchart auf der rechten Seite. Das ist schon alles sehr verhalten, was jetzt hier noch nach unten halt kommt. Ne? Also ich meine, so wahnsinnig viel ist das ja jetzt gerade nicht. Wir hatten ja heute echt schon ganz andere Bewegungen. Ich bin aber hier immer noch knapp 30 Punkte im Plus. Ne? Deswegen habe ich ja vorhin, und kannst nur noch mal sagen, ganz klar gesagt, bitte nicht nachmachen. Ne? Bitte nicht. So, und ich habe jetzt halt auch schon deutlich verkleinert. Ich lasse hier den S2, lasse ich immer machen. Aber das ist halt schon auch, wie gesagt, wenn das gerade halt jetzt auch so ist, dass es halt irgendwie mit den Zahlen jetzt, ja, das halt irgendwie so nichts Neues aussagt, was man nicht irgendwie vorgestern schon gewusst hat, dann kann es auch eben hier einfach mal so ein bisschen Phishing sein und beziehungsweise ist ja noch nichts passiert, ja. Und
Weil irgendwo, und das hat man ja halt im DAO zum Beispiel auch gesehen, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, wenn das halt irgendwo in der Range sich irgendwo alles ja, halt festzuckt, ja, oder festfährt da halt in dem Markt und dann bricht es einfach gerne erstmal in eine andere Richtung aus und geht dann komplett nochmal in die andere Richtung dann halt los. Das hat man ja gestern ganz gut gesehen im DAO, beziehungsweise vorgestern, nach tagelanger Range knallt er dann halt mal 500 Punkte runter und rennt nochmal 450 zurück. Und das ist halt ein kleiner Timeframe ganz genauso. Deswegen beeindruckt mich das jetzt hier erstmal nicht so wirklich. Trotzdem aber, ne, ich ziehe hier natürlich schon auch irgendwann, wenn jetzt hier keine Käufer kommen, dann natürlich auch die Reißleine. Auch klar. So, aber so wirklich viel. Ne, ich meine, wir hatten schon andere NFPs, wo es dann halt einfach wie so ein Strich dann halt irgendwie 100 Punkte in die eine Richtung, aber das passt ja auch nicht. Beziehungsweise passiert ja hier auch jetzt gerade nicht. So, und ich muss hier nur gerade mal ganz kurz nebenbei auf einen anderen Schirm gucken, damit ich hier nichts verpasse. Ja, ach Gott, Gott. Okay. Nee, ich sehe nur gerade von der Positionsgröße, die habe ich gerade an anderer Stelle noch kontrolliert. Die ist also tatsächlich gerade noch bei einem Sechstel etwa von dem, was er halt vorher war. So, weil man kann ja hier, ne, habt ihr halt auch mitbekommen, der neuen Version vom StereoTrader kann man ja halt entsprechend, wie ich es ja hier auch gerade mache, die gehandelte Positionsgröße auch verbergen und was für Webinare und so weiter dann ja auch gar nicht so schlecht ist, weil es geht ja nicht darum, hier irgendwie mit Zahlen um sich zu werfen, sondern halt irgendwie eher zu erklären, was wo wie ist und vor allen Dingen auch, wie man es auch handeln kann. So, ich switche mal hier parallel auf den DAO. Mal gucken, funktioniert das? Ja. So, der hat hier nochmal angedotzt auf der Linie, die übrigens, ich glaube, die ist zum letzten Webinar, da ist die sogar noch drin. Ich habe da heute rein gar nichts hier in diesem Chart gezeichnet, aber es ist halt schon ganz nett, ja, wie es jetzt gerade hier halt dann alles dann doch nochmal wiederholt, an den ganzen Marken. Die 458, die hatten wir halt über Nacht ja auch schon, oder? Ich bin in dem H1. Das war dann ja genau heute früh morgen halt war das Tief, die 458. Danach kam halt eben auch nach unten nichts mehr. Die hat jetzt halt nochmal angelaufen, kam wieder nichts Neues. Und was mir halt hier auch, ich meine, so ein bisschen fehlt, ja, das ist natürlich immer ein bisschen gewagt, da halt direkt irgendwo auf sowas dann halt long drauf zu springen. Aber da ist halt so gar nichts erreicht, ne? Also, ich meine, klar kann das jetzt hier natürlich nach so einer kleinen Range, die auch nach unten zeigt, die keine neuen Hochs macht, die halt im Gegenteil hier abfallende Hochs macht. Und aber hier gleichbleibende Tiefs, natürlich kann es halt auch hier einfach drunter fallen und dann halt irgendwo aufs nächste Level. Das wäre bei mir übrigens die 26.215, die aber auch in der Vergangenheit schon oft gehandelt wurden, wo viel Volumen halt immer war. Deswegen habe ich die natürlich im Auge. Aber hier ist halt auch so gar keine Gegenwehr noch, ne? So nichts. Und das ist mir halt, das ist halt auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Man kann das natürlich zweierlei interpretieren. Man kann auf der einen Seite sagen, ja, der Markt ist halt schwach. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt eben auch oft, ganz, ganz oft ein Pokerspiel, das halt dann echt rumgedrückt wird und danach, ja, wenn jetzt die Kassaeröffnung kommt, dann macht es dann einmal plupp und dann steht das Ding wieder bei 766. Und das kennen wir alle, speziell vom DAO, das kann der ja ganz besonders gut. Und was mir bei dem halt hier noch fehlt, ist, ich habe es hier schon, dass die habe ich tatsächlich heute Morgen aber auch nur mal rot gemacht, einfach nur mal umgefärbt, die war auch schon drin. Das wäre halt so ein Rücklaufpunkt, ja, einfach aus dem Grund. Also natürlich hier die 737, da geht das Ganze ja los. Da war dieser Spike an der Stelle, von dem es dann halt so mit Ach und Krach dann halt nochmal hochging. Und aber das war aber gestern halt während dem Kassamarkt, war es halt die letzte Stütze, die wir hier hatten, die 877, ein bisschen drunter, okay. Und da halt auch einfach durchgelaufen, also nachdem hier oben die 177. Und die haben natürlich jetzt hier erstmal alle die falsche Farbe. Ich habe die jetzt nicht großartig korrigiert. Und nachdem die halt, aber sieht man das gleiche Prinzip, ne? Letzte Stütze irgendwie da ein bisschen zack, zack, runter. Und das war dann genau an der Stelle auch die Gegenwehr. Die hätte ich mir allerdings hier oben gerne vorgestellt bei der 238. Da wäre es ein bisschen deutlicher gewesen.
Und aber hat er nicht gemacht, sondern hat schon den hier drunter genommen. Und das Prinzip hier ist natürlich genau das gleiche. Das war halt, also hier, alle Punkte hier eigentlich, wo wir die letzten Supports hatten im Stundenchart, sind alles potenzielle Wendepunkte. Einer wie der andere. 812, also beziehungsweise 737, 766 auch, die ist mir ein bisschen zu offensichtlich, weil die halt natürlich auch viel gehandelt wurde, insbesondere halt jetzt nicht nur gestern, die ist schon ganz lange hier drin, die Marke, aber die ist mir halt ein bisschen zu offensichtlich. Und was vielen vielleicht dann eher nicht so aufgefallen ist, aber wo dann halt vorher sich schon was abgespielt hat, bevor er überhaupt den ersten Angriff auf die 27.000 gestartet hat, das war hier die 877. Und entsprechend hier oben sogar mit Übertreibung 957, ja, wenn wir da halt auch nochmal den letzten Peak haben. Ich weiß, das ist natürlich alles immer so ein bisschen schwierig nachvollziehbar, spielt natürlich auch Erfahrung mit rein, aber hier, was halt hier einfach, was mir an der 877 einfach besser gefällt, ist ganz einfach, wir haben halt hier, wie man sieht, durchgekauft, ja, dann irgendwie langsam hochgeschrappelt und dann über Stunden so geplätschert und nichts passiert. So diese klassische Zermürbungstaktik, ja, da geht es mal ein bisschen drunter und dann hier kommt dann halt Bäm, großer Käufer und schiebt das Ding dann halt 200 Punkte in den Norden, ja, ohne Stoppschild dazwischen. Das ging ja gestern wirklich nur nach oben. Und der wurde hier überfahren. Und deswegen hat die für mich natürlich eine ganz andere Aussagekraft, wie jetzt halt zum Beispiel so ein Level, ja, was dann eher verhalten gekauft wurde und natürlich auch nur im Kassamarkt und nur im Future, Entschuldigung, und nicht im Kassamarkt. Kann ja mal gucken hier, ob da halt volumentechnisch dann halt auch noch was sichtbar ist an der Stelle. Ich mache den hier mal größer, gehe mal auf den M15. Muss jetzt nicht sein, aber na, was habe ich gesagt? 877, ne? Siehe da. Da haben wir den Point of Control von gestern knapp drüber. Und infolgedessen passt das natürlich halt auch extrem gut zu der Idee natürlich dazu, ne? Point of Control, für die es nicht kennen, das ist der Punkt, an dem das meiste Volumen gestern gedreht wurde. Das heißt, hier ging tatsächlich dann halt wirklich auch dann insgesamt das meiste ab. Und das passt natürlich sehr gut. Die 877, die ist ja hier nur so ein bisschen drunter, also nicht wirklich viel. Kann man hier mal hinschieben, damit man es ein bisschen besser erkennt. Ja, da sind wir schon sehr nahe dran. Und das sind natürlich auch keine Marken, die jetzt irgendwie, wo dann nachher genau der Doch, die Spitze vom Doch drinstecken muss. Das ist zwar hin und wieder mal so, aber nicht unbedingt im ersten Anlauf. Ist dann meistens eher so, dass wir dann halt die Stunde dann zum Beispiel hier drunter schließen. Und das wäre halt so eine Bewegung, die würde halt passen, wenn das jetzt kommen sollte. Es sieht natürlich erstmal extrem weit aus. Ja, das sind irgendwie fast 500 Punkte, Quatsch, 400 Punkte. Aber es ist für so einen Dow ja auch kein größeres Problem, bei so einem Markt da entsprechend halt auch mal in den Norden zu ziehen. Und das heißt, es wird natürlich insofern passen, dass wir hier einmal dran pieksen. Das wäre dann wahrscheinlich die 26.900 und dann die Stunde hier drunter schließen. Und meistens ist es so, dann klemmt es sich erstmal fest und dann kommt nochmal ein kleiner Anlauf von unten und dann macht es halt blub. So, das ist jetzt, ich habe jetzt aber auch keine Glaskugel, auch klar. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie bedingungslos was, wo ich sage, das wird heute so kommen. Quatsch, ja, weiß ich nicht. Ich sage nur, wenn wir da oben raus, da oben rüberlaufen, ich sehe dazwischen zumindest nichts, was jetzt irgendwie auch nur annähernd so interessant wäre, wie der Bereich hier oben. Also von entsprechend 877 bis zur 900. Das ist einfach der interessanteste Bereich. Der kann aber genauso gut am Montag kommen oder nächste Woche Freitag, weiß ich nicht. Aber da sollte man sich, wie ich halt auch immer so schön sage, ein Post-it dran machen. Und wenn das kommt, darf man sich damit gerne mal beschäftigen und da halt mal genauer hingucken, weil das halt meistens halt wirklich ein Ansatz ist, der halt ja auch entsprechend funktioniert. So, also infolgedessen, ich habe ich gar nicht vorher überprüft, wirklich nicht, könnte ich jetzt ja auch hier sonst was erzählen, nein, aber es ist echt so, ich habe es nicht vorher überprüft, aber es wundert mich jetzt nicht, dass das halt hier entsprechend jetzt auch dazu passt. Und natürlich ist es eh immer besser, wenn man ein paar Argumente hat und jetzt nicht nur sagt, ja, da ist meine so und so Fibo oder da ist mein Pivotpunkt oder so. Das ist schön, wenn er auch da ist, ja, aber nicht, wenn irgendwie, wenn da nur sowas ist, ja, das für meine Begriffe wird es nicht funktionieren. Also eine Strategie nur auf Fibos abzustellen oder nur auf Pivots, das dürfte mindestens schwierig werden.
Und deswegen halt dann lieber gucken, was habe ich dann noch? Ich kann auch hier mal noch ein bisschen was einblenden. Mal gucken, was es dann noch so gibt, was uns da helfen könnte. Hier zum Beispiel halt, mal guck an, Vorwochen-Pivot, genau da oben. Genau am Point of Control. Gut, da war natürlich gestern auch schon, aber okay. So, Wochen-Fibo, da liegt die 50%, liegt bei einer 864. Vorwoche, da haben wir sogar auch noch einen hier. Also, ne, man sieht, da kommt tatsächlich einiges zusammen da oben. Also nicht nur vor dem Ansatz, wie ich ihn gerade genannt habe, sondern auch noch einige mehr passen da oben extrem gut zusammen. Also, das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo es nicht mal einfach durchlaufen sollte und dann mal so locker flockig wieder über 27, da glaube ich irgendwie nicht so wirklich dran, sondern da sollte es auf jeden Fall Gegenwehr geben. Und das ist ja halt auch das, wo ich, das Einzige, was ich sage, oder was ich halt auch am liebsten handle und halt auch am liebsten empfehle zu handeln, nicht irgendwie Glaskugel, sondern rausfinden, wo treffen Interessen aufeinander. Und das wird hier oben mit einer Wahrscheinlichkeit, die ganz, ganz nah in Richtung 99% geht, wird das hier so sein. Ja, und das kann man natürlich handeln. Das heißt, da kann man sich dagegen stellen und mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch damit rechnen, dass man da halt entsprechend auch einen vernünftigen Trade dann halt auch irgendwie rauskriegt aus der ganzen Geschichte. So, aber trotzdem natürlich keine Empfehlung, sondern angucken, selber aneignen und vielleicht auch mit eigenem Handelsansatz abstimmen. Für meine Begriffe ist das immer die sicherste Art und Weise, wie man im Handel unterwegs sein kann. So, da gucke ich mal noch, was macht denn hier? Ach, da sind wir wieder, ne? So, wundert mich jetzt ja auch nichts. Von daher, das passt jetzt erstmal. Und wahrscheinlich, so wie es jetzt gerade zumindest aussieht, war das hier unten echt nur so ein bisschen Phishing. Mal gucken, wenn der DAU jetzt auch noch mitspielt, dann wird die ganze Geschichte dann tatsächlich auch nach oben laufen. Was übrigens auch hier mich jetzt auch so ein bisschen da drin bestärkt hat, warum das hier unten nicht einfach fällt. Das ist ein Scalping-Ansatz, den kann ich aber auch mal kurz erklären. Generell wird halt typisch für Indizes ist halt zum Beispiel, wenn halt eine bullische Kerze da ist, jetzt in einem größeren Timeframe oder selbst auch in den kleineren, nur in bullischen kann man es natürlich besser beobachten, was wir hier halt haben. Ne? Also wir erstmal hier haben wir, weiß gar nicht, wie man das nennt, ist nicht wirklich ein Inverted Hammer, den wir hier haben. Aber generell ist das halt erstmal eine Kerze, die in erster Linie mal eine Folgereaktion nach oben hat. Dann haben wir halt hier eine Stundenkerze, eine bullische, die oben auch geschlossen hat. Und dann die nachfolgende Kerze ist ja ein Nichts. Ja, die ist zwar hier schwarz oder bei anderen eben rot, aber das ist halt, die hat nichts zu sagen. Und wenn man halt so eine Korrekturkerze hat, die auch hier einfach, weil sie ein Innenstab halt ist, und dann wird die Folgekerze, wenn es da halt drunter dippt, wird halt sehr oft versucht, die nochmal zurückzukaufen. Das heißt also hier, die Bewegung hier über die Eröffnung von der Kerze, also an der Stelle, ja, das war dann hier die 928, die kommt meistens recht schnell. Und das war jetzt halt einfach auch nur nochmal so ein Indiz halt für mich dazu, wo ich halt dann irgendwie dachte, so, okay, das sollte eigentlich funktionieren. Aber das hat natürlich jetzt hier, klar, mit den Daten, mit den Arbeitsmarktdaten und so weiter überhaupt nichts zu tun, ja. Aber darum geht es auch nicht, sondern es ist ja immer nur, wie ich ja vorhin sagte, hat einen Grund für Bewegung, die ganze Geschichte. Und aber die einfach nur dafür sorgt, dass halt die Handelsansätze, die auch sonst funktionieren, hier halt einfach vielleicht ein bisschen schneller aufgehen, aber deswegen nicht weniger schlecht. Ich meine, bei gestern mit den China-Zöllen gestern Abend hier von Trump, das ist natürlich eine andere Geschichte, aber auch nicht unbedingt, ja, auch das könnte man rein vom Bild her genauso problemlos halt erklären, aber News sind dann halt eben ganz oft ein Beschleuniger, beziehungsweise ich habe es ja gerade erklärt und wobei ich dem gestern auch zugetraut hätte, dem Dow, dass er halt tatsächlich noch ein ATH halt macht, ja, wäre jetzt auch nicht ungewöhnlich gewesen. Aber in der Zone, das kann ich hier noch mal ganz kurz zeigen, hier im DAU, in der Zone da oben, dass er da natürlich dann halt hier beim letzten Anstieg, der auch sehr flaggig war, also hier mit schlappem Volumen hoch und dann plopp runter, dass wir dort halt eine Paritätsumkehrbestätigung kriegen,
Das war natürlich die andere Möglichkeit. Die eine war halt hier oben einfach durch, klar, oder halt eben hier tatsächlich dann die Bestätigung von Short. Dass sich das dann irgendwo in der Mitte entscheidet, ist jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich. Aber wenn man sich das mal anguckt, hier 177, bei mir schon ganz lange drin, ja, da kommt ein Trump daher, ja, und der war genau bei 177 und genau dann geht es dann plötzlich runter. Deswegen bin ich da immer arg skeptisch, was halt irgendwie so die logische Betrachtung von News angeht. Haben ja schon einige scherzhaft gesagt, der Trump und seine Berater, die lesen meinen Blog und zeichnen sich den Marken ein. Und der Trump twittert immer genau dann, wenn halt irgendwie ein Punkt erreicht ist. Das ist natürlich Quatsch, ja. Aber halt, es ist halt tatsächlich so oft in der Vergangenheit so gewesen, dass halt einfach nur das Bild dann immer voll gemacht wurde und zwar immer exakt an meinen Dreh- und Wendepunkten. Das war ganz oft der Fall. Und das ist halt, kann das werten, wie man will, aber man sollte einfach nicht zu viel denken. Ich glaube, das will ich im Endeffekt damit sagen, sondern einfach gucken, sich da was zurechtbauen, was man handeln kann, was halt funktioniert und dann ist gut und einfach nicht zu viel nachdenken. So, okay. Mit dem DAX. Ich gucke mal hier gerade nochmal auf den Tageschart, ne, was man halt hier halt auch sieht. Wir sind halt, wenn man die große Bewegung halt nimmt, sind wir hier einfach mit aufsteigenden Tiefs unterwegs, ja, fast. Hier hatten wir halt schon irgendwie so einen kleinen Punkt, der mal kurz, ja, Quatsch, ich bin ja hier im DAO, Entschuldigung, in den DAX wollte ich ja, Moment, Hauptsache mal irgendwas erzählt, ne? So. Hier wohl ein bisschen groß gewählt, irgendwie das Zickzack, aber okay. Gut, also was man hier sieht, unverändert erstmal, also im Tageschart Long, da ist eigentlich noch überhaupt nichts passiert, weil man sieht ja hier tief, hoch, tief, höheres Hoch, den hier ignorieren wir mal, höheres Hoch und dann halt diese beiden Tiefs übereinander sind steigende, hier steigendes Tief, steigendes Tief, steigendes Tief und da schweben wir immer noch drüber, ne? Also das heißt, da war halt einfach, eigentlich ist noch gar nichts passiert. Komisch wird es dann erst entsprechend hier in dem Bereich ab 11.600. Da wird es dann halt irgendwie dann eng, weil natürlich, wenn wir da drunter gehen, also jetzt nicht nur irgendwie zwei, drei Punkte, sondern halt ein bisschen deutlicher und dann würden wir auch den kurzfristigen Aufwärtstrend, den wir jetzt gerade im DAX, im Tageschart haben, dann würden wir den knacken an der Stelle. Und dann ist natürlich, wenn wir hier die 11.600 unterschreiten, dann reden wir erstmal von einem potenziellen Bruch an der Stelle und dann kann sich das natürlich auch nach unten fortsetzen. Ja, aber jetzt, wenn man das jetzt mal wirklich so betrachtet, einfach von der Warte her, ist erstmal noch nichts passiert. Ne? Und hier Cluster kann komplett wieder drehen. Was mich ohnehin immer stutzig macht, das sind solche Gebilde, so eine Kerze, ja, wo man denkt, das kann ja nur noch in eine Richtung gehen. Das sieht ja so ein bisschen so aus, ja, als wäre da nichts anderes mehr möglich. Wenn man aber den Chart mal durchforstet nach genau solchen Kerzen, dann wird man halt sehen, dass halt meistens eigentlich genau das Gegenteil passiert. Wo haben wir denn hier zum Beispiel mal so eine? Da zum Beispiel ganz ähnlich, ja. Also hier auch irgendwie so ein Ding, beziehungsweise die hier eigentlich mehr, was passiert? Es geht einfach hoch. Genau das Gegenteil passiert. Und das eigentlich schon eher ein Inverted Hammer, den wir an der Stelle haben. Und wenn der jetzt zum Beispiel so einen Dip darunter macht, das kann man vor allen Dingen in kleineren Timeframes extrem gut beobachten. Nicht selten, dass das ganze Ding nach oben weggekauft wird, ne? Ich will jetzt um Gottes Willen hier nicht den DAX auf 12.300 prognostizieren für heute. Werde ich nicht tun, ja. Ich sage nur, das sollte man nicht ausschließen. Also, weil gerade dann, wenn es so aussieht, das könnte auch gar nichts anderes mehr passieren, außer halt fallen, genau dann muss man irgendwie vorsichtig werden. Weil meistens dann tatsächlich eher das Gegenteil halt passiert. Und wie gesagt, die macht mich echt so ein bisschen stutzig. Mich hat es schon erstaunt, dass überhaupt so geschmeidig hier runtergegangen ist auf die 11.900, weil ich ja auch, wie gesagt, gesagt habe, 11.840 wäre halt mein nächster Punkt, weil das halt für mich in der Abfolge ist von 12.410, 12.113 und die nächste ist eben die 11.840. Das sind halt für mich zusammenhängende Volumenpunkte. Und da ich ja halt auch immer sage, das Ganze läuft von Volumen zu Volumen und sonst ist alles egal, dann gehe ich mal davon aus, dass wir die halt dann auch schon noch sehen werden. Ja, also
Es wäre zumindest halt jetzt irgendwie die nächstmögliche Stelle. Und was halt dann eben denkbar wäre, das wäre natürlich jetzt absolutes Wunschkonzert von meiner Seite für heute, wenn wir hochlaufen zu 12.004, von dort runter auf die 11.840 und dann kann er machen, was er will. Ja, das wäre natürlich so das absolute Wunschkonzert, was ja dann natürlich auch meistens so nicht ohne weiteres eintrifft. Aber das wäre sehr, sehr plausibel von der Bewegung her. Das mal auf jeden Fall. So, kann man auch hier mal gucken, wie sich das halt hier entsprechend darstellen würde. Im kleineren Timeframe hier in der Stunde sieht man das nicht unbedingt so wahnsinnig viel. Aber wenn man es halt da mal entsprechend aufdröselt, dann haben wir auch nur Folgendes hätten wir dann. Ich mache mal hier so ein paar Linien ein, fürs Verständnis. Mich macht der MetaTrader 5 noch ganz wahnsinnig. So, hier eine Linie. So, einfach mal als Zickzack aufgedröselt die Geschichte hier. Dann hätten wir nämlich nichts anderes als eine ganz normale, komm mal her, ganz normale markttechnische Zickzackbewegung. Mag mich nicht, sag mal. Huch, was habe ich mit der hier gemacht gerade? Die verschoben. Ne? Also vom Prinzip her, wenn man sich das dann mal so rum anguckt, ganz normal. Ne? Also abfallende Tiefs, mehr wäre es gar nicht. Wo ich jetzt halt gerade sage, Wunschkonzert, aber halt jetzt hier mal im kleineren Timeframe, absolut normaler Bewegungsablauf wäre das. Das heißt natürlich hier einfach markttechnisch betrachtet, beziehungsweise nach Dow-Theorie einfach abfallende Hochs und abfallende Tiefs. Und einfach nur eine Fortsetzung mehr. Und dann hätten wir hier unten auch die 11.840. Dort ist halt ein Punkt, der entsprechend für Volumen in der Vergangenheit sehr bekannt ist. Der wäre dann erreicht. Und dort kann natürlich dann halt auch mal die ganze Geschichte nochmal komplett nach oben laufen. Dann zum Beispiel auch wieder über die 12.000 dann nach oben entsprechend halt ausbrechen. Das wäre möglich. Also das wäre halt, wie gesagt, Wunschkonzert, aber jetzt eben auch nicht unbedingt unrealistisch. Nur um das halt auch nochmal zu erklären. So generell, da habe ich letztens auch so eine Diskussion mit verfolgt, wo es dann irgendwie hieß, wie der DAX da bei 12.600 war. So, man muss ja jetzt irgendwie Long suchen und als nächstes kommt ja 13.200 und so weiter und so fort. Wo ich mich ein bisschen zurückgehalten habe, weil ich ja hier eigentlich auch die ganze Zeit was ganz anderes erkläre, was den DAX angeht. Und weshalb das für meine Begriffe auch gar keinen Sinn macht. Wenn man nämlich hier mal auf den Wochenchart geht, da haben wir keinen Aufwärtstrend im DAX. Den haben wir nur im Tageschart. Hier ist nämlich ganz klar der Fall, das ist unübersehbar. Ja? Wir kommen halt hier, das war das letzte Tief, bevor das ATH gemacht wurde, also das Allzeithoch. Ab da haben wir hier 13.500 irgendwas und dann, das ist unterboten worden an der Stelle, zack, hier im Bruch. Die Folge, kein neues Hoch mehr, kein neues ATH. Die Folge, Next Step, runter. Das heißt also hier einfach die Fortsetzung. Wir haben hier eigentlich schon einen eigentlich etablierten Short-Trend und schon und zwar ganz lange. Und deswegen war ich da halt auch irgendwie sehr, sehr skeptisch, als es dann irgendwie hieß, ja so irgendwie, wir sind hier im Long-Trend, das Ding rennt nach oben. Sehe ich halt nicht so, weil das dann wären wir, also sobald wir hier über die 11.000, über die 12.813 oder sogar nochmal hier über die 13.000 gehen, dann wären wir bestenfalls seitwärts. Weil dann nämlich die Geschichte hier, nämlich dieser Bruch an der Stelle, die Bestätigung, die wir hier schon haben, die würde dann einfach so wieder ausgehebelt werden. Und das dann hätten wir eigentlich eine fett etablierte Seitwärtszone von mit einer Breite von irgendwie 2.500 Punkten. Und aber sonst irgendwie halt auch nichts, ne? Und nicht long. Und das war halt eben der Grund. Und hier sieht man ja auch zum Beispiel, wenn man das jetzt mal sich ein bisschen kleiner denkt, wie gesagt, ein Tageschart ist es gar nicht so gut darstellbar, wenn ich das mal ein bisschen kleiner denkt, also mal von hier kommend bis dahin. Ja, ich hoffe, man kann das mit der Maus, ich mache mal lieber das Fadenkreuz, bis dahin. So, dann haben wir nochmal hier eine kleine Korrektur gehabt, beziehungsweise eine kleine Trendbewegung nach unten, hier nochmal eine kleine Korrektur. Das war der letzte Korrekturpunkt. Die 12.813 ist bei mir ist jetzt ein Peak, bisschen höher, aber bei mir ist es eben die 813. Das kommt aus der Stundenbetrachtung, die ist halt ein bisschen genauer.
So, da war die letzte Aufwärtsbewegung, beziehungsweise die korrektive Aufwärtsbewegung. Und ab da ging es halt einfach auch nur runter, 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 runter. Und deswegen war, ich wäre am liebsten halt, hätte ich die schon gerne gesehen, die 813. Mich hätte es nur wahnsinnig erstaunt, wenn er einfach da drüber gelaufen wäre. Und hat er dann auch nicht gemacht, sondern hier einfach tatsächlich jetzt den Short-Trend, in dem wir auch einfach faktisch sind. Da gibt es nicht viel zu diskutieren für meine Begriffe. Der ist jetzt hier erstmal in der Fortsetzung. So, und das heißt, wenn wir hier jetzt auch nochmal drunter sind, unter der 605, und das hatte ich ja vorhin gezeigt im Tageschart, dort wäre dann auch der Tageschart, der Long-Trend im Tageschart ist bei 11.600, ist der kaputt. So, und dann ist natürlich bedingt durch die Faktoren, A, wir haben einen kaputten Aufwärtstrend im Tageschart, also markttechnischer Trend im Tageschart ist hinüber, plus die Tatsache, dass wir in der Fortsetzung vom Abwärtstrend im Weekly sind, dann gehen hier höchstwahrscheinlich die Lichter aus. Also das heißt, da kann es ganz schnell dunkel werden und dann stehen wir hier unten an dem letzten Tief bei 10.200 irgendwas und das sollte dann auch, wenn das dann halt hier sich als Trend bestätigt, ganz problemlos fortgesetzt werden unter 10.000, ganz locker. Und deswegen ist das halt auch entsprechend ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die 11.600 und hier oben die 12.800. So, dazwischen sind wir seitwärts. Das ist die große Seitwärtszone. Bedingt eben dadurch, weil wir zwei Trends haben, die gegeneinander laufen. Aber ab 11.600 ist die Sache eigentlich schon wieder geklärt. So, jetzt mache ich hier nochmal Folgendes. Ich mache den mal weg. Oder? Ja, komm. So, das passt doch erstmal an der Stelle. Dann hast du erstmal ganz gut aufgegangen hier mit der Aufwärtsbewegung. Ich habe den jetzt nur halt mal manuell schnell zugemacht. Und bevor es jetzt halt irgendwie dann auch schlagartig wieder runterkommt. Und so, das waren ja auf jeden Fall ein paar Punkte, ne? Da haben wir ja auch ein schickes Live-Trading auch gehabt hier zu den NFPs, was ja auch nicht immer ganz selbstverständlich ist. So, ich würde dann halt jetzt nur hier oben, dort würde ich halt mal die erste Position versuchen an der Stelle. Was ich hier übrigens auch mal gemacht habe, das kann man auch mal beobachten, was man möchte, wenn man möchte. Hier sind so kleine Striche, ne? Sieht man. Das kommt von dem ATRX, von dem Add-on. Das zeigt mir quasi in der laufenden Bewegung an, wo jetzt eigentlich meine maximale Bewegungsspanne ist, gemessen an der aktuellen ATR. Versteht man das soweit? Das heißt, meine ATR liegt jetzt hier bei 29,78, also sagen wir 30 Punkte. So, und das Ding misst halt einfach immer in der aktuellen Richtung, wo jetzt gerade unterwegs ist, wird die nicht fertige Kerze bemessen und zeigt mir halt hier an, bis wohin die laufen könnte, bis er halt die ATR voll hat. Das ist ganz lustig. Also da scheinen auch irgendwelche Algos irgendwie drauf zu reagieren. Und zeigt mir hier die Stelle entsprechend an. Und das passt natürlich jetzt auch super dazu. Ja. Das ist 12.002, ist auch exakt da oben. Und infolgedessen könnten nämlich die Kerze, wenn die einfach nur in der ATR jetzt bleibt, genau bis da oben hin auch laufen. Kann man sich mal angucken zum Skypen, vielleicht gar nicht schlecht. Also ich habe jetzt noch keinen fertigen Handelsansatz dabei, was jetzt hier das Skypen angeht, aber auf jeden Fall eine Beobachtung, die auf jeden Fall nicht ganz uninteressant ist. So, jetzt gucke ich nur mal hier. 10 Punkte Stop ist natürlich Quatsch. Gerade noch gepredigt, brauche ich jetzt natürlich auch selber nicht zu machen, das ist natürlich Unsinn. Ich gebe dir mal 25 Punkte Stop an der Stelle. Ne, halt eben auch wegen der Geschichte hier 29 Punkte ATR und ich bin halt fast ein Faktor 2 vom 5 Minuten, vom M5 dann auch unterwegs und das passt soweit. So, den Dow soll ich mir angucken. Was macht er denn Schönes? Oh, 667, guck an, ne? Oder war das jetzt da? Nee, ne? Nee, war noch nicht da. Doch, war hier. Das ist genau dran gelaufen, beziehungsweise ist drüber 685. Ja. Ging jetzt ein bisschen schnell, habe ich nicht mitbekommen.
Sonst hätte man das natürlich machen können. Ich hätte halt bei 766 hätte ich halt ansonsten jetzt auch erstmal bei so einem schnellen Impuls da eine Short hingelegt. Weil, wenn er jetzt langsam gekommen wäre, nicht. Aber das ist halt auch so natürlich viel Erfahrungssache. Wenn so ein Impuls schnell geht, dann kann man sich eigentlich so das nächstbeste Ding da halt nehmen und dann halt dagegen halten. Weil der ist dann auch schnell wieder weg. Nur wenn das jetzt irgendwie langsam noch hochgeschlichen kommt, sollte man keine größere, nachhaltige, ist auch so ein Wort, nachhaltige Bewegung halt irgendwie erwarten, wenn es halt irgendwie langsam dahingeschoben wird, sondern wenn es so schnell kommt, funktioniert das. Aber auch hier sieht man, es dreht nie irgendwo, ne? Sondern einfach, das Bild wird immer nur irgendwie voll gemacht. So, aber mit dem DAX war jetzt auch erstmal soweit richtig, da halt rauszugehen, das hat jetzt erstmal gepasst. Aber wahrscheinlich kommt da jetzt auch erstmal nicht mehr so wahnsinnig viel bis zur Eröffnung. Also, Vielleicht sehen wir die noch hier oben, aber es ist auch eher so jetzt schon fast ein Kandidat für die Eröffnung gleich um 15:30 Uhr hier vom Kassamarkt. Machen die heute auf? Weil aber ich habe irgendwas gehört von einem Feiertag. Nelson, weißt du da was? Oder weiß da jemand was? ist mir jetzt nicht bekannt. Ich wollte eben nur sagen, dass Trump sich gerade wieder zu Wort gemeldet hat und mitteilte, dass er auch gerne bereit ist, die Tarife, die Zölle auch erstmal zu halten oder gar nicht zu bringen, wenn China jetzt doch aktiv wird. Ja. Ja, das ist lustig, ne? Ich sag ja, der liest hier mit. So, warte mal ab nachher, wenn das Ding dann bei 877 steht und dann kommt irgendwas Neues von Trump. Ich sehe es schon kommen. Okay, so. Also, das hat ja soweit jetzt erstmal alles gepasst. Behaupte ich mal, auch wenn wir jetzt die 12.004 noch nicht gesehen haben, aber generell aufwärts und ich muss das hier auch jetzt nicht ausreizen, vor allen Dingen, wenn es so schnell geht. Jetzt erstmal alles fein, erstmal alles gut hier. Und wer es trotzdem gemacht hat, obwohl gesagt wurde, ihr sollt nicht nachhandeln, sage ich dann trotzdem mal Glückwunsch an der Stelle für irgendwie 70, 80 Punkte. Und aber halt, ich glaube, das reicht dann jetzt auch erstmal soweit hier für das Webinar. Und aber wie gesagt, wichtig ist halt nur, ne, nochmal halt einfach, ATR ist, glaube ich, ein Punkt, den man mitnehmen sollte. Also gerade ist richtig natürlich solche Ansagen, vor allen Dingen an die Anfänger. Nicht mit fixen 10 Punkten Stop-Loss oder irgendwas. Guckt euch die Wohler an, richtet die Positionsgröße danach aus und setzt den Stop danach. Nicht umgekehrt. Dem Markt ist es total egal, ob ihr nur 10 Punkte opfern wollt, 5 oder was auch immer. Es interessiert den Markt nicht. Und das andere ist halt, was ja halt auch jetzt eben halt hier so ein bisschen meine Message war, News, alles gut und schön, macht Bewegung, aber ne, mit Logik immer schwierig. Und was ist passiert? Hat hier einfach nur tatsächlich mal kurz gefischt, zurückgekauft, die ganze Geschichte und hat dann letzten Endes doch die Bewegung gemacht, die ich die ganze Zeit auch so ja auch haben wollte, beziehungsweise so am liebsten haben wollte. Ne, ich meine, ich kann ja auch nicht hier Bestellungen aufgeben, aber ist jetzt auf jeden Fall jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass das jetzt dann halt noch passiert ist. So, und ansonsten wichtig im DAX 11.600 im Auge behalten. Und wenn die kommt, und das Webinar hier ist ja auch online, wer mag, kann sich das ja auch nochmal irgendwie in Ruhe angucken, mal selber irgendwie dann halt nochmal nachvollziehen, beziehungsweise mal mit eigenen Maßstäben überprüfen, ob das so passen könnte oder nicht. Da fragt jetzt jemand mit der ATR, genau, ATR 14, ne, ist ja hier unten, ist ja eingetragen. Die ATR 14. Und was ich halt hier machen kann, ist halt nochmal ein SMA auf die ATR legen. Das heißt, die ATR wird hier nicht nur als hoppla. Ja, passiert hier vielleicht doch noch was. Nicht nur als Wert angezeigt, sondern ich kann halt auch gleichzeitig noch hier die durchschnittliche ATR festlegen. Deswegen hier ist SMA 200. Und das ist hier diese rote Linie hier unten. Das ist dann die durchschnittliche ATR, die dann halt hier gemessen wird. Das macht das Ganze natürlich auch so ein bisschen gleichmäßiger, die ganze Geschichte. Und infolgedessen, so wenn ich hier gerade vor mich hinstammele, ich gucke nur gerade, was der Daumen macht. Ich bin jetzt natürlich ja schon hier kurz davor, im Daumen auf den Knopf zu drücken, weil, naja, komm, lassen wir das jetzt mal. Dirk, Ja, bitte.
Möchtest du nicht was zu Gold sagen? Das gehört eigentlich fast mit dazu, Ja, oder? habe ich ja vorhin gesagt, ne, wollte ich heute eigentlich irgendwie nicht wirklich. Ich habe es nämlich auch nicht vorbereitet, Okay. muss ich da halt auch gestehen. Aber weiß ich halt auch nicht, ob man da so viel sagen noch kann, weil wir stehen eigentlich an der gleichen Stelle wie vor einem Monat auch im Gold, ne? Also, das ist nichts passiert. Also, ich wüsste gar nicht, was ich da ergänzen soll jetzt erstmal. Das ist ja nur irgendwie einen Monat lang auf der Stelle getreten. Und von daher könnte ich jetzt echt auch gar nichts Neues mehr sagen. Ich kann ja gleich mal irgendwie gucken, aber ich wollte jetzt hier nur das gerade mal fertig machen, da gucke ich mal irgendwie gleich noch kurz rüber. Okay, also das waren so die wesentlichen Punkte im DAX und im DAU. DAU ist da halt für meine Begriffe, wenn ich den jetzt mal halt eher irgendwie noch für ein bisschen länger irgendwie auseinandernehmen soll, gar nicht so einfach tatsächlich aktuell. Also ich meine, so oder so ist das Ding, das ist klar long, ja, da gibt es irgendwie kein großes Vertun, auch wenn der jetzt hier gerade mal halt eine komische Kerze macht, ja, aber der ist immer noch long as long can be, ne? Also ich hätte eher schon gedacht, dass wir halt den Dip, das hatte ich hier gestern halt auch geschrieben, dass der Dip hier bei der 766 genutzt wird, das hat er ja versucht, ja, ist ja ordentlich hochgegangen, aber eben halt nicht mehr weiter. Und jetzt hier kurzfristig ist er natürlich auch erstmal short. Also, weil die Bewegung ist ja schon relativ klar, ne? Runter, kein neues Hoch, nächstes Tief. Und hier kommt jetzt eigentlich so Flop. Damit sollte dann halt irgendwo, wenn die Bewegung so weitergeht, man da hier einfach nur mal drei Wellen machen. Und dann landen wir eigentlich schon bei der, hier noch nicht eingezeichnet, die 215. Das ist das bei mir. Kann das auch gleich mal gucken, ob man das sehen kann, wieso. Ich lasse es mal bei 216, mache die aber mal orange, weil orange, damit markiere ich mir immer meine Punkte, die halt fürs Volumen verantwortlich sind. Oder wo halt eben, ups, Peru, es gibt eine Farbe, die heißt Peru. Wusste ich jetzt auch noch nicht, wie sieht denn das aus? Ja, machen wir mal Peru hier. So, sieht man, ne, da ist halt auch, war hier deutlicher Widerstand vor allen Dingen halt auch. An der Stelle ist gekauft worden, nicht bestätigt. So, von daher für mich ganz klar Anlaufziel. Schon allein von dem Aspekt her, dass wir einfach durchgelaufen sind. So, mal gucken, ob wir das noch ein bisschen deutlicher kriegen mit der Marke. Hier, das war am Februar diesen Jahres hingelaufen. Von da, zack, 1000 Punkte runter. Das kann die 215. Also die ist schon nicht so ganz unwichtig, die Geschichte. Auch wenn wir hier da mal ein bisschen drumherum geschlittert sind und hier mal ein bisschen veräppelt wurde der Markt, dann doch wieder hoch und dann wieder runter. Aber trotzdem, sobald ein bisschen Abstand da ist, das sieht man ja deutlich. Und dann halt hier wieder, bam, 1000 Punkte. Das sind wirklich, ne, hier sind es auch 1000. Moment, 26216, ja doch, ne? Ist ja nichts im DAU. 1000 Punkte, tut ja nicht weh. So, deswegen ist das jetzt natürlich der nächste interessante Punkt. Lange nicht da, lange nicht gehandelt, aber in der Vergangenheit hart umkämpft, mit immer wieder viel Volumen. Da liegt klar erstmal mein Fokus drauf. Und ab da kann das Ding auch eigentlich wieder hochdrehen. Muss es jetzt nicht. Nächste Station, falls das nicht gelingt, wäre dann hier unten für meine Begriffe irgendwo zu suchen. Also entweder hier, also wenn die Oberseite hier von dem Cluster nicht hält, dann hier drunter, da haben wir etwa die 25.870 um den Dreh rum. Das wäre dann so die letzte Bastion, um halt nochmal nach oben zu drehen. Ansonsten werden wir dann wohl eher das nächste Cluster hier sehen. Da müssen wir mal genau gucken, wo da halt genau ein Ankerpunkt zu finden ist. Auf Anhieb sehe ich den jetzt nicht. Das müsste ich ja mal ein bisschen genauer mir unter die Lupe nehmen, wo man den da halt ausfindig machen könnte. Ansonsten, wenn man natürlich nach dem Peak geht, stehen wir wieder hier unten, ne, bei 24.600 irgendwas. Aber so einfach wird es wohl nicht laufen, sondern hier wird schon sicherlich wieder versucht werden, an der einen oder anderen Stelle entsprechend den Markt nochmal hochzukaufen, weil es einfach im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Wochen halt hatten, ja natürlich jetzt erstmal wieder vergleichsweise günstig halt alles ist. Und da ja halt Märkte zum Steigen da sind, nicht zum Fallen, wird es auch wohl eher nicht einfach so, da Tausende von Punkte am Stück da durchgehen. Der Tag wird irgendwann kommen, wissen wir auch alle, wo es dann so sein wird. Aber meistens ist es ja eben nicht so. Und dann konzentrieren wir uns lieber auf die Tage, die sind wie die meisten Tage.
und nicht auf den einen großen Tage, wo dann halt irgendwie alles den Bach runtergeht und dann halt mit Omas Sparstrumpf da halt all in short zu gehen. Das ist, glaube ich, nicht so der kluge Ansatz. So, das ist halt hier generell mal halt ein DAO. Und ansonsten, ich meine, dass der Long ist, wie gesagt, muss man, glaube ich, keinem erklären, sieht jeder. Und der hat das Ding halt oben, hätte ich halt Anfang des Jahres auch nicht gedacht. Ich dachte, wir kriegen halt irgendwie kein neues ATH mehr, sondern laufen irgendwo die Hälfte, aber hat es jetzt halt gemacht und damit halt die den Beginn von einem möglichen Abwärtstrend dann halt auch gleich wieder eliminiert. Von daher sollte man auch damit rechnen, dass auch noch lange versucht wird, den aufrechtzuerhalten. So, Gold. Dann machen wir. Hat da noch jemand Fragen? Kann ich noch irgendwas sagen zu irgendeinem Markt? Oder ist alles soweit verstanden? Dann würde ich nämlich jetzt hier mal versuchen, auf Gold irgendwie zu switchen. Mal gucken, ob das gelingt. So, die vergessen wir jetzt mal kurz. So, Gold, Euro. So. Hier einfach mal einen passiven Chart. Also, Euro, wie gesagt, das ist ja gar nicht so mein Ding. Habe ich hier nur irgendwie mit drin, auch weil die halt oft so doch im Gleichklang laufen, die beiden Kandidaten. Und deswegen hier nochmal Gold, machen wir H4, darunter brauchen wir eigentlich gar nichts anzufangen bei Gold. So, auch, ne, klar aufwärts erstmal. Die Frage ist aber nur, wie kommt man rein? Das ist ja halt immer so ein bisschen das Hauptding. Und wir haben halt hier im Gold echt irgendwie so gar nichts, ne? Also, wo man jetzt irgendwie... Also sorry, wenn ich da gerade so ein bisschen still bin. Ist ja vielleicht auch mal ganz angenehm, wenn ich nicht die ganze Zeit rede, aber ich muss ab und zu mal denken. Ich muss mich jetzt hier echt mal kurz reindenken und mal gucken, was denn da überhaupt möglich wäre. Weil ich meine, man kann natürlich hier oben einfach long gehen, ja, und dann hoffen, dass es weiterläuft. Aber das tut es ja die ganze Zeit irgendwie auch schon nicht. Ich meine, das sind Wochenkerzen, das habe ich auch gerade vorhin gesagt. Es hat sich eigentlich überhaupt nichts getan seit irgendwie einem Monat. Sondern wir stehen hier echt so auf der Stelle rum. Und das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, weil es natürlich jetzt hier auch schon im Vergleich zu den letzten Jahren ja eben auch entsprechend teuer ist. Und das natürlich jetzt nicht so der Punkt ist, wo dann alle sagen, juhe, ist teuer, freue ich mich, kaufe ich doch erstmal. Eigentlich läuft es ja halt umgekehrt, ne? Und vielleicht ist das dann halt auch der Grund, ich meine, kann ich halt auch nur mutmaßen, warum es jetzt hier einfach erstmal klemmt, die ganze Geschichte. Und weshalb es da nicht weitergeht. Komme ich hier noch kleiner? Ja, geht doch. Ah, da sind nicht mehr Kurse geladen. Okay, nee, weil ich sehe hier nämlich gerade nur die ganze Zeit am Rand, schiebe es ein bisschen tiefer, dass wir hier natürlich 2013 an dem Hoch, da stehen wir nämlich gerade dran. Und das dann halt wohl offensichtlich so ein bisschen das Problem. Was Gold aber generell mal gut tun würde, das wäre halt mal ein Rücksetzer hier von dieser Bewegung. Deswegen habe ich auch hier gerade mal die Linie eingezeichnet, um so gucken, ob er überhaupt irgendwas findet. Also das hier war der letzte Widerstand, der Impulswiderstand, Peak an der Stelle bei 1347. Das wäre natürlich nicht so schlecht, wenn wir dahin halt mal zurücklaufen. Und aber ob Gold das halt eben mal macht, weiß der Kuckuck. Ne? Ich habe hier auch schon gewartet, dass was kommt. Kam nichts, da wäre ich auch gerne ein bisschen tiefer noch reingekommen, ist aber nicht gelungen. Und deswegen... halte ich gerade irgendwie für sehr, sehr schwierig, das zu greifen. Also für jetzt eine größere Bewegung, weiß ich nicht, das ist hier schon fast short angesagt. Wenn man dann halt irgendwie da halt irgendwie einen vernünftigen Ansatz sucht, ne? Weil hier sind wir zumindest mal halt an der Grenze. Aber für Long ist halt hier irgendwie aktuell erstmal so eigentlich nichts. Und wenn man sich den hier mal anguckt, bei 1,328, Widerstand, zack, gekauft, bestätigt, weiter. So, da ist auch nichts offen. Und hier oben ist halt auch, da ist nichts offen, wo ich jetzt sagen würde, da muss der eigentlich nochmal hin und dann, wie es jetzt zum Beispiel gerade beim DAX jetzt halt war, zwar im kleineren Timeframe, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Und da ist halt irgendwie nicht wirklich. Also ich finde hier,
leid es mir tut, ich könnte jetzt hier irgendwas faseln, aber ich finde hier keinen Ansatz, wirklich nicht. Absolut nicht. Ich weiß, ich habe Gold ja irgendwie ein Jahr lang immer gemacht. Das hat auch meistens gepasst, Monat für Monat, aber ich finde hier wirklich einfach keinen Ansatz. Also ich würde generell einfach, glaube ich, hier an der Stelle warten, bis wir halt eine Korrektur haben, irgendwo in dem Bereich, die 1338 oder 1340. Da haben wir dann jetzt halt auch hier nochmal einen EMA, der spielt jetzt aber nicht wirklich eine Rolle, aber generell, dass wir halt irgendwo nochmal auf eine Clusterung treffen. Also hier so eine Ansammlung einfach von Kerzen, letzten Endes dann natürlich auch Volumen, dort dann guckt, was passiert und dann eher versucht, dann da nochmal halt reinzukommen, als jetzt hier oben irgendwie bedingungslos long zu gehen. Wobei das aber auch natürlich trotzdem funktionieren kann. Ne? Weil wir haben, wenn man es die letzte Woche mal anguckt, das ist schon heftig, was Gold da halt für eine Kerze hingestellt hat. Und von dem Punkt her wäre das jetzt schon möglich. Ja? Wenn man das macht, muss man sein Risiko im Auge behalten. Es wäre schon möglich, dass wir einfach jetzt hier ab der, wo sind wir hier, Schlusskurs bzw. Öffnung 431, ja, setzen wir auch gerade ganz genau drauf auf, dass wir ab hier heute einfach nach oben rauslaufen. Kann passieren. Weiß ich nicht. Ne? Also möglich ist es. Und wenn man sowas machen will, den Stop, ja, der gehört natürlich dann halt hier irgendwo auf die 1400 etwa. Da, wo dann halt, ja genau, 1400. Und da sollte er dann natürlich nicht mehr drunter. Und es sollte auch möglichst zügig gehen. Ne? Also ich meine, das hier sind Wochen, Quatsch, Tageskerzen, Entschuldigung. Und es sollte natürlich dann auch möglichst irgendwie in 2 Tagen abgeschlossen sein, die Nummer. Also hier nicht irgendwie lange drauf rumturnen, dann wird es nicht funktionieren, sondern wenn jetzt halt hier da halt nochmal die Käufer kommen und plapp, und dann kann es schon sein, dass wir da heute drüber laufen. Ist möglich, wie gesagt. Mir wäre es ein bisschen zu riskant hier oben an der Stelle, aber man weiß ja, wie es ist. Es kommt immer anders, als man denkt. Und zum Schluss sagt man sich, wenn dann Gold erstmal bei 1800 steht, ja, da unten war billig, ne? Deswegen, da kann ich echt keinen vernünftigen Rat geben an der Stelle. Und ich bin in Gold auch nicht investiert aktuell, weil das habe ich so ein bisschen verpennt. Und aber mehr als irgendwie zum Skypen, das wäre jetzt halt so ein Skyping-Punkt gewesen hier. Aber mehr sehe ich da halt nicht wirklich. Kann sein, wie gesagt, muss aber nicht. Also sorry, wenn ich da in Gold hier gerade nicht so eine große Hilfe bin, aber kann es nicht ändern. So, im Dow hat noch der Lutz gefragt. Marke unten bitte nochmal, 216. Alles im Detail erklärt, Lutz. Weiß nicht, wo du warst eben. Hier groß und breit auseinandergenommen. Dann musst du dir einfach mal die Aufzeichnung angucken. Alright, so, jetzt ist die Stunde ja um. Tatsächlich, doch. Aber doch die Stunde wieder überzogen. Also, ich würde an der Stelle auch Feierabend machen. Ist ja ein bisschen was rumgekommen hier an Punkten, das hat ja soweit funktioniert und ich hoffe, es konnte jeder wahrscheinlich nicht, aber halt doch der eine oder andere oder vielleicht auch eine große Anzahl oder eine größere Anzahl von Teilnehmern hier was mit anfangen und kann dem jetzt auch erstmal nichts hinzufügen, ist alles soweit ja auch, glaube ich, gesagt und würde mich an der Stelle jetzt einfach mal bedanken für alle, die den Stereotrader nicht haben. Ist eine Schande. Holt euch den Stereotrader, den gibt es bei FX Flat. Gibt es den ja auch ohne Kosten zum Konto dazu. Und so ein paar Sachen hat man ja gerade auch wieder gesehen, was man damit machen kann. Ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, aber ist natürlich auch so ein bisschen der Grund, warum wir das Ganze hier eben auch machen. Weil ich den Stereotrader ja auch irgendwann mal gebaut habe und natürlich ganz glücklich bin, wenn den andere auch nutzen. So, an der Stelle also Dankeschön natürlich auch an Nelson und an FX Flat hier fürs Veranstalten. Euch danke fürs Dabeisein. Es waren echt tatsächlich quasi genauso viel wie sonst auch. Echt richtig was los hier. Freut mich natürlich sehr. Und das nächste Webinar ist bestimmt nicht lange hin, wie ich den Nelson kenne. Wahrscheinlich kommt er jetzt und erzählt mir irgendwas von nächster Woche, was ich schon wieder vergessen habe. Nein, aber nein, da kann er euch. Nächste Woche hast du frei. Ach, der Wahnsinn. Das ist ja nicht zu fassen. Eine freie Woche. Sehr schön. Ja, also danke. Ne? Ich sag mal Tschüss an der Stelle, aber der Nelson hat natürlich noch hier gerne das Abschiedswort. Ja, vielen Dank, Dirk. Einmal natürlich für das Webinar und für die Zusammenarbeit. Hast du dir jetzt auch das Wochenende verdient nach der Woche? Und du hast recht, es waren eigentlich jetzt zum Höhepunkt, als die Zahlen rauskamen,
wirklich fast genauso viele Teilnehmer wie sonst auch immer. Wahnsinn. Vielen Dank Ja. also an alle Teilnehmer, die heute wieder live dabei waren. Freut mich sehr. Und ja, ich wünsche Ihnen natürlich auch noch ein schönes Wochenende. Wenn Sie heute noch handeln, dann natürlich auch dann viel Erfolg. Aber passen Sie auf Ihre Position auf. Und wir haben zusammen wieder ein Webinar, Dirk, am 13. Also am Dienstag wieder Live-Trading dann morgens. Bis dahin, alles Gute und ja, vielen Dank nochmal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.